Vincent Kompany möchte gleich zwei neue Angreifer verpflichten. Welche das sind und warum man genau diese beiden Angreifer für echt wenig Geld bekommen könnte und ein Transfer deswegen sehr wahrscheinlich ist, darüber sprechen wir gleich. Zudem müssen wir über Joshua Kimmich sprechen, denn lange galt ja der FC Barcelona als Hauptfavorit, wenn es um eine Verpflichtung geht. Jetzt steigt aber Real Madrid in den Poker rund um Joshua Kimmich mit ein. Und wir müssen auch über Mats Hummels sprechen. Mats Hummels könnte heute Abend sein letztes Spiel für Borussia Dortmund absolvieren. Es scheint so, dass Borussia Dortmund seinen Innenverteidiger wohl am Ende der Saison verlieren wird. Alles dazu und mehr jetzt gleich hier in diesem Video. Vorab lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Und checkt doch gerne mein Instagram ab, bulli-insight, für noch mehr News. Ja, Vincent Kompany ist der neue Bayern-Trainer und jetzt ist schon langsam so ein bisschen durchgeklungen. Ja, natürlich wird er auch den ein oder anderen Wunschspieler bekommen, den ein oder anderen Spieler, der eben gerade die Kadertiefe, aber auch natürlich die Kaderqualität der Bayern verbessern soll. Es ist auch noch gar nicht so ganz sicher, ob es da nicht noch zu einem richtig heftigen Umbruch kommt. Viele Verkäufe, viele Transfers, all das ist im Rahmen des Möglichen in diesem Sommer wohl Thema beim FC Bayern München. Und jetzt sprechen wir mal direkt über zwei Spieler, die jetzt extrem mit ihm in Verbindung gebracht werden. Das ist zum einen Johan Bakayoko. Über ihn haben wir schon mal gesprochen. Jetzt gibt es da aber auch neue Infos. Johan Bakayoko, der Belgier, steht wohl ganz, ganz oben auf der Liste von eben Vincent Kompany. Er würde ihn gerne für die Flügel verpflichten. Und jetzt hat sich auch Bakayoko so ein bisschen in einem Interview geäußert. Er hat im Gespräch mit der Zeitung Newsblatt gesagt, dass Vincent Kompany bereits im letzten Jahr versucht hat, ihn zum FC Burnley zu locken. Es gab damals Kontakt, das ist wahr, man ist auch immer noch im Kontakt. Aber jetzt ist natürlich eine neue Saison, eine neue Herausforderung. Nicht nur der FC Bayern München ist am Flügelspiel interessiert, nein, auch der FC Liverpool oder der FC Arsenal haben wohl konkretes Interesse. Angesprochen auf seine sportliche Zukunft, da hat sich Bakayoko sehr, sehr zurückhaltend gezeigt. Er sagte, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich nächste Saison irgendwo auf dem Fußballplatz stehen werde. Das niederländische Blatt, Dagblad, hat den Bayern-Trainer tatsächlich, Vincent Kompany, immer noch als großen Fan von Bakayoko dargestellt und es ist wohl so, dass PSV eine Ablöse von rund 50 Millionen fordern sollte. Das ist erstmal eine ganz schöne Summe, aber wenn man beispielsweise durch einen Transfer von zum Beispiel Gnabry oder sonst einem anderen Bayern-Star Gelder einnehmen könnte, dann wäre das natürlich im Rahmen des Möglichen. Auch hier sehr interessant, nicht nur Kompany ist wohl Fan von Bakayoko, auch Max Eberl kennt den Spieler sehr gut. Nach Informationen von Dagblad wollte damals der Bayern-Vorstand den Außenstürmer auch schon zu Leipzig holen. Also er hat sich auch schon mal intensiv mit ihm beschäftigt und genau deswegen sind natürlich jetzt hier die Bayern als absoluter Top-Favorit in diesem Poker mit drin. Zum einen wegen dem Trainer, zum anderen wegen dem Sportvorstand und der Spieler ist wohl auch bereit für den nächsten größeren Schritt. Was sagt ihr? Bakayoko und der FC Bayern München? Ich kann mir das Ganze schon sehr, sehr gut vorstellen, aber eigentlich nur, wenn eben zum Beispiel ein Gnabry oder ein Coman verkauft wird. Sonst, glaube ich, ist man auf den Flügeln eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Anders sieht es da auf einer Position im Sturm aus. Da wollen die Bayern nämlich in diesem Sommer noch etwas tun. Und genau da gibt es jetzt Gerüchte rund um eine Rückkehr von Joshua Zirkse. Und jetzt denkt ihr euch, was hat jetzt Vincent Kompany damit zu tun? Ja, tatsächlich sind auch hier die Wege ziemlich kurz. Denn Vincent Kompany war tatsächlich ja Spielertrainer beim SV Anderlecht und genau da hat er bereits mit Zirkse zusammengespielt. Wie das Portal Fußball.News jetzt berichtet, sind die Chancen auf eine Zirkse-Rückkehr beim FC Bayern München durch Vincent Kompany deutlich, deutlich angestiegen. Zirkse hat seinen ganz großen Durchbruch jetzt bei Bologna gefeiert. Er ist zum U23-Spieler der Serie A gekürt worden, hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, in der abgelaufenen Saison 7 Vorlagen und 12 Tore erzielt und jetzt ist es eben so, dass der FC Bayern München wohl eine Rückkaufklausel hat. Eine Rückkaufklausel im Bereich von 20 bis 25 Millionen Euro für einen Spieler, der wohl eher so von einem Marktwert von 50 bis 60 Millionen Euro gesprochen wird. Zumindest mal sind das die Summen, die Bologna da aufruft und die Bayern könnten ihn eben für sehr, sehr wenig Geld verpflichten. Aus den italienischen und aus den internationalen Medien, da wird das Thema hier richtig hochgekocht. Das heißt, dass das Ganze so richtig heiß ist. Er soll der Nachfolger von Erik-Maxim Choupo-Moting bei den Bayern werden. Transfer Insider Florian Plettenberg von Sky, der hat gesagt, das ist ein Thema an der Sebener Straße, aber es ist nicht so heiß, wie das hier aktuell gekocht wird. Eine Doppelspitze ist aber aktuell zum Beispiel nicht ausgeschlossen. Es ist aber ausgeschlossen, dass Joshua Zirkse beispielsweise zum FC Bayern München wechselt und sich dann einfach nur auf die Bank setzt. Das wird wohl definitiv nicht passieren. Er würde, wenn dann, nur als Option neben eben Harry Kane kommen, denn ich glaube nicht, dass ein 23-jähriger Spieler jetzt auf einmal der Backup für den 30-jährigen Harry Kane wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die Bayern ihm da falsche Hoffnungen machen würden. Sie würden ihm ganz klar sagen, wie man mit ihm plant.
Aber an sich ist das natürlich eine Idee, die man nicht komplett ausschließen will. Auch Max Eberl hatte gegenüber der Sportbild gesagt, dass man eventuell ja mit einem neuen Trainer auch eine Doppelspitze spielen kann. Wenn man beispielsweise auf eine Fünferkette geht, könnte ich mir das Ganze sehr, sehr gut vorstellen. Was sagt ihr dazu? Könntet ihr euch Zirkse und Kane aneinander vorstellen? Und was glaubt ihr? Wer von beiden ist der heißere Kandidat? Kommt es zu einer Zirkse-Rückkehr unter Kompany? Oder sehen wir vielleicht bald einen Johann Bakayoko über die Flügel bei den Bayern stürmen? Eure Meinung? Gerne in die Kommentare. Und vielleicht sehen wir bald Joshua Kimmich im Dress von Real Madrid. Heute Abend treffen sie aufeinander, der BVB gegen Real Madrid. Und da ist auch eins klar: Toni Kroos verlässt den Verein. Toni Kroos wird nach dieser Saison seine Karriere beenden. Er wird nur noch die EM dann spielen. Und jetzt aus Sicht von Real Madrid verliert man dann eben seinen Mittelfeldmotor. Da gab es ja schon Gerüchte rund um eine potenzielle Sofortverpflichtung von Florian Wirtz, der ist natürlich ein bisschen offensiver eigentlich und jetzt gibt es wohl großes Interesse von Real Madrid. Hier spricht man davon, dass Real wohl an ihm dran ist. Die Bild sagt, es gibt ein Thema bei Real Madrid und Barcelona, das würde so ein bisschen kälter werden, auch wenn Hansi Flick dort ist. Das Problem ist eben der finanzielle Rahmen, wie jetzt eben Sky berichtet hat. Na, Kimmich wird zu teuer, hohes Gehalt, hohe Ablöse, das können sie sich einfach nicht leisten. Bei Real muss man dagegen sagen, da muss man sein Mittelfeld so bauen, dass jetzt eben Toni Kroos ersetzt werden kann. Und da könnte es eben ein Joshua Kimmich sein. Trainer Carlo Ancelotti kennt ihn ja, man kennt sich. Von daher könnte das vielleicht sogar etwas werden. Man redet hier von einer Ablöse von, ich sage mal, grob 30 bis 60 Millionen Euro. Er hat halt eben nur noch Vertrag bis zum nächsten Jahr. Den müsste er jetzt verlängern. Sollte er sich dagegen entscheiden, dann wird er wohl den Verein verlassen. Eine Entscheidung wird jetzt aber auch erst nach der EM erwartet. Von daher wird es jetzt relativ sportlich, wie es dann jetzt für den FC Bayern München und Kimmich weitergeht. Eine gemeinsame Zusammenarbeit, die ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber da kommt es jetzt wahrscheinlich auch viel darauf an, wo man eben mit Kimmich plant. Im zentralen Mittelfeld, dann passt das schon eher. Sollte da aber ein anderer Spieler kommen und er soll, wenn dann wieder Rechtsverteidiger spielen, glaube ich, dass Kimmich sich auch hier vielleicht einen neuen Club wünscht oder einen neuen Club sucht. Gerade wenn Real Madrid sagt, wir wollen dich als Mittelfeldmotor, du sollst der Nachfolger von Toni Kroos werden. Das sind schon richtig gute Ansprüche. Apropos heute Abend, wir müssen auch über Mats Hummels sprechen, denn jetzt gibt es wohl eine Tendenz und es sieht wohl so aus, dass Mats Hummels den BVB verlassen wird. Zumindest ist das Stand jetzt eine Tendenz, eine Entscheidung, ganz offiziell, die wird erst im Nachhinein treffen, aber jetzt ist es zumindest mal laut Sky-Informationen so, dass der 35-jährige Hummels ins nahe europäische Ausland wechseln möchte. Ein Karriereende sei kein Thema, auch wenn man zum Beispiel jetzt die Champions League heute Abend gewinnen sollte. Nein, trotzdem ist ein Karriereende kein Thema, ein Transfer auf einen anderen Kontinent kommt wohl nicht in Frage und im Juni soll jetzt noch eine Entscheidung fallen. Es geht wohl wirklich in Richtung Serie A, AC Mailand, Juventus Turin, die sind wohl tatsächlich interessiert. Mailand wäre jetzt auch nicht so weit weg von Deutschland, also das wäre ja so ein bisschen Norditalien, da könnte er dann tatsächlich auch noch nach München pendeln, dort wohnt seine Familie, seine Kinder, also das passt hier alles schon ziemlich gut. Würde aber auch bedeuten, Borussia Dortmund muss sich mit einem Nachfolger beschäftigen, man würde quasi gleich zwei vereinzelte Ikonen, nämlich Marco Reus und eben auch Mats Hummels verlieren, fände ich auch sehr, sehr schade. Was sagt ihr dazu, eure Meinung? Gerne in die Kommentare, das war's von mir. Wir hören uns heute Abend vielleicht nach dem Champions League Spiel oder morgen, bis dahin Leute, ciao.